Hallo, liebe Podcast-Freunde, recht herzlich willkommen zur 75. Ausgabe des Promi-Geflüsters, ein kleines Jubiläum also. Und heute habe ich ausnahmsweise mal keinen Prominenten im Interview, sondern möchte euch mal ein bisschen hinter die Kulissen sozusagen führen. Und in erster Linie möchte ich mich mal bei meinen Kameraleuten bedanken. Im Abspann habt ihr es vielleicht immer mal wieder gesehen. Es waren immer doch mal wieder ein paar Namen, die mir bei der Kameraführung assistiert haben, speziell bei den Interviews. Es war zum Beispiel Wolfram Schellinger, Michele Fatta, Rastislav Sajdak, Volker Hirsch und einen Mann, der mir auch heute wieder assistiert, Kantjiro Sonko. Er ist zu Hause in Tübingen und im französischen Dorf oder im französischen Viertel vielmehr. In Tübingen befinde ich mich eben. Und dann würde ich sagen, Kantjiro, lass einfach mal die Kamera stehen und komm bitte mal an meine Seite. Denn wir haben doch einiges zu erzählen. Grüße dich, Kantjiro. Wie geht's dir? Gut, gut. Ja, das freut mich doch. Jetzt fährt schon wieder das Postauto hier lang und macht einen hellen Lärm. Zur 75. habe ich mir erlaubt, ein Gläschen Sekt mal einzuschenken. Und stoßen wir doch gleich mal an. Zum Wohl. Zum Wohl. Vielleicht habt ihr zu Hause vom Internetbildschirm oder vom Computerbildschirm auch ein Gläschen Sekt und dann kann eigentlich die 75. Sendung nichts mehr schief gehen. Wir haben jetzt einiges vor mit dir. Genau. Denn du hast mich jetzt schon ein paar Mal unterstützt bei der Kameraführung. Hat es Spaß gemacht? Ja, das war immer interessant. Man hat immer viel dazugelernt, auf jeden Fall. War schön. Du interessierst dich ja auch ein bisschen so für die Filmerei, sage ich mal. Du willst ja ein bisschen, soweit du mir erzählt hast, ins Regiefach gehen. Was hast du genau vor? Also am liebsten möchte ich irgendwann mal Spielfilme drehen und Regisseur werden. Das ist halt ein langer Weg, aber irgendwie sowas in die Richtung. Das ist doch gut. Und parallel machst du aber auch Musik? Genau, ich rappe, mache Hip-Hop. Also ich rappe. Okay, und da wird man dich jetzt als Moderator im Promi-Geflüster sehen. Wir haben eine neue Sparte eingeführt, die nennt sich Rap-Hop. Was wirst du uns da zeigen? Also ich zeige euch da Bands, Trends und more. Ich zeige euch einfach vieles aus der Hip-Hop-Welt, sprich Promis aus der Hip-Hop-Welt, die dann irgendwie was dazu sagen oder die sich für Promis halten oder Promis sind. Und und da halt einfach Künstler fördere ich, damit ein bisschen ein Augenmerk auf die kommt und so. Genau. Das klingt doch sehr interessant. Ich meine, die Sparte Promi-Geflüster, so wie ihr es bislang kennt, wo ich mich als Präsentator zeige und euch nach wie vor die Schlager- und Volksmusikwelt ein bisschen hinterleuchte, die wird es nach wie vor geben. Und du, Kantjiro, wirst eben ein bisschen über die Hip-Hop- und Rap-Szene berichten. Jeden ersten Donnerstag im Monat machen wir das. Wird die Folge einmal ausgestrahlt im Internet dann. Ja, über deine Seite und auch über YouTube und Podcast und so weiter. Genau. Das klingt doch sehr interessant iTunes. Und vielversprechend. Hoffen wir, dass da einiges zusammenkommt. Ja, hoffentlich. Na? Wen hast du denn in deiner ersten Sendung dabei? In meiner ersten Sendung haben wir No Show. Genau, das ist eine junge Hip-Hop-Band mit Reggae-Einflüssen aus Bonn. Das sind drei Jungs, ganz nett. Und ja, die machen halt auch schon ein bisschen längere Musik und so. Die waren im Reutlinger Stadtfest, will jetzt nicht zu viel verraten. Okay. Waren auch im Fernsehgarten und ja, lass dich mal überraschen. Kantjiro, die Hip-Hop-Szene und Rap-Szene, was beinhaltet das denn? Was gibt's da für Wurzeln? Wo kommt das her? Und was für Texte sind es so in erster Linie mal? Also Hip-Hop ist sozusagen eine neuartige Kultur. So. Also ist Ende der 70er, Anfang der 80er entstanden in New York. Und was kann ich dazu sagen? Also Rap ist nur ein Teil von Hip-Hop. Also Hip-Hop besteht aus Graffiti, Breakdance, DJing und Rap-Sprechgesang. Wenn ich irgendwas vergessen habe, dann tut es mir leid. Also Beatbox und so weiter gehört auch dazu, eigentlich vieles mehr. Man sagt immer diese fünf Oberbegriffe, aber eigentlich ist Hip-Hop schon mehr. Ist echt ein breit gefächertes Fach. Mittlerweile gibt es echt übertrieben viel von Crunk oder alle möglichen Sachen. Also Hip-Hop ist echt eine Kultur, die sich auf jeden Fall gemacht hat in der letzten Zeit, in den letzten Jahren. Und ich möchte einfach mehr dazu sagen. Und Rap-Hop, das ist halt, gibt es ja in dem Sinn so nicht, weil ja Rap ist ja eigentlich eine Sparte von Hip-Hop, gehört zu Hip-Hop, aber
es hat sich sowieso alles hin. Das ist nicht mehr so, wie es früher war, in den 80ern oder so. Das hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt. Zu den Texten jetzt so, alles Mögliche. Also von Battle-Texten gehört dazu, harte Texte. Harte Texte sind gerade momentan in Deutschland, würde ich sagen, mehr im Kommen. Und sind auch interessanter für die Jugendlichen. Wobei, ja, also gedankliche Texte sind auch immer sehr wichtig. Also der Grundkern ist eigentlich von Hip-Hop auf jeden Fall was zu vermitteln. Vor allem gerade soziale Missstände oder so oder, keine Ahnung, Ungerechtigkeit oder auf irgendwelche bestimmte Sachen hinzuweisen. Das ist eigentlich der Grundkern von Hip-Hop. Also zu zeigen, hier, es geht anderen Leuten schlechter, beziehungsweise eine Ausdrucksform. Das ist eine Ausdrucksform von Benachteiligten. Oft meistens so ist der Grundkern. Kandiro, du hast, glaube ich, einen kleinen Videoclip mitgebracht, den wir gleich mal ganz kurz reinschauen. Was wird es genau sein? Wie heißt der Titel? Schau auf Straßen ist der Titel. Und der wurde auch hier gedreht im französischen Viertel. Das passt nämlich jetzt gerade auch gut dazu, ja. Ja, vor etwa einem halben Jahr, ein Jahr wurde es gedreht, jetzt ist endlich raus. Also viel Spaß damit. Genau, würde ich auch sagen. Und die Botschaft daraus, was steckt dahinter? Also es zeigt ein bisschen den Struggle, den jüngere Kids, mit dem sie kämpfen müssen, beziehungsweise was die so eigentlich bedrückt. Und ich sag, im Endeffekt gebe ich den Jungs, den Jüngeren ein paar Tipps und so, Lebensweisheiten, Tipps. Wenn die gut auf die Texte hören, dann können die echt was sogar für ihr Leben mitnehmen. So, also wie sie jetzt eigentlich so in ihrem Umfeld besser klarkommen, beziehungsweise Sachen, die man beachten sollte vielleicht. Dann würde ich sagen, Fahrt ab! Schau auf Straßen, viele sind leer. Will überleben, doch das Leben ist schwer. Ich würde gegen den Strom, nutz als Sprachrohr das Mikrofon. Es ist der Ton der Straße, der meine Zügel zieht. Ich kenne es nicht anders, alles Straße, was mich umgibt. Es ist der Sieb, Trendsaat von Spreu, Trendfeind von Homeboy, nichts neu. Planlose Brüder stehen gegenüber. Das Leben als Führer, Sünder, Überprüfer. Ich wünsch es wär anders, doch einer muss es machen. Fungier als Spiegelbild für die Schwachen. Im Streit viel Zeit verloren. Mit Angst am Sterbebett wird man nicht neu geboren. So gehen Seelen verloren. Vertrau nur dir selbst, deinen Augen und Ohren. Kein Helfer, du stehst vor der Wand. Nimm alles selbst in die Hand. Sei's beim Ticken, Leben blicken, ein Ding drehen. Sei's beim Musik aufnehmen. Du bist der Söldner deiner selbst. Pass auf, sieh zu, dass du dich für niemanden verstellst. Schau auf Straßen, viele sind leer. Will überleben, doch das Leben ist schwer. Ich wirke entgegen dem Strom. Nutz als Sprachrohr das Mikrofon. Schau auf Straßen, viele sind leer. Will überleben, doch das Leben ist schwer. Ich wirke entgegen dem Strom. Nutz als Sprachrohr das Mikrofon. Schau auf Straßen, viele sind leer. Will überleben, doch das Leben ist schwer. Ich wink entgegen dem Strom. Nutz als Sprachrohr das Mikrofon. Mikrofon. Schau auf Mikrofon. Lieber Kandiro, ich wünsche dir dann für dein neues Projekt, für das, was du jetzt uns präsentieren wirst, hoffentlich auch 75 Sendungen. Hoffentlich. Und bleib dran, bleib dran. 75 Sendungen heißt pro Monat 12 Monate, also dann schon einige Jahre. Ja, da kommt schon was zusammen. Also ich hoffe, der Trend gibt was her. 6 Jahre. Genau. Dann insofern alles Gute. Vielleicht schaffen wir ja auch mal mehr in einem Monat, wer weiß. Genau. Liebe Podcast-Freunde, dann würde ich sagen, zur 76. gibt es dann wieder ein normales Promi-Geflüster mit einem entsprechenden Promi. Aber wer es sein wird, das verrate ich noch nicht. Lasst euch einfach überraschen. Bis zur nächsten Ausgabe. Alles Gute, euer Frank Stiller und Kantiro.